Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Parasite Eve 2. Und genau, wir waren ja beim letzten Mal hier, ne, vor diesem neuen Raum hier, ne. Wir waren in den Bunker angelangt und wir haben hier alles sauber gemacht. Und ja, jetzt sind wir hier vor diesem... Moment mal, ich mach mal gerade meinen Ventilator ein bisschen kleiner. Ist schon wieder so warm geworden. Und ja... Wir sind jetzt vor diesem neuen Raum angekommen. Ich würde mal sagen, diese Folge wird gruselig. Gehen wir mal da rein. OP-Raum, Leute. Schloss entriegelt. Alles klar, ich mach das, den Ventilator mal komplett aus hier. Boah, und diese... Ach du Heilige. Ein Fischkopf. Was ist das denn? Ach du Heilige. Was ist das denn da? Da kommt doch was hier. Da, zack. Mach das mal weg. Genau, Leute, um mal hier die ganze Atmosphäre auf mich wirken zu lassen. Okay. Gut. Leute, wir sind in einem OP-Raum. Aha. Und hier sind wieder also jede Menge Krüppelgegner. Alles klar, machen wir Plasma einfach. Hoi, ja, das Plasma, das macht schon gut Schaden bei denen. Bei diesen Kühen oder was das da ist, da macht Plasma schon echt guten Schaden. Das zieht ordentlich rein. So, ja. ja, willkommen zurück zu Parasite Eve 2. Freut mich, dass ihr dabei seid hier mal wieder. Bei diesem richtig schönen Spiel hier. Und, ja, ich habe gerade eben Spore aufgenommen. Es ist Freitag, der 24. April. Und, du heilige Güte, Leute. Ich gehe mal kurz an den Anfang von dem Raum hier zurück. Boah, gerade angemacht und schon hat mich die Atmosphäre hier wieder gepackt. Das ist doch so krass. Gut, Leute, können wir hier die Tür aufmachen? Genau, Leute, diese Tür ist nämlich die andere. Jetzt haben wir nämlich hier einen Durchgang zu diesem anderen gruseligen Raum. Aber ja, Leute, wir waren hier im Bunker angekommen. Und ja, wir sind jetzt hier in diesem OP-Raum. Mit der Musik und mit dem roten Licht hier. Boah, das ist schon echt gruselig. Ein Elektrokardiogramm. Ich wurde damals auch mit so einem Gerät untersucht. Hm, genau, ah ja. Gut, wir kennen diesen Raum nämlich. Hm, auf dem Bett ist etwas Verkohltes. Die OP-Lampe ist kaputt. Den Raum kann ich doch. Genau, das sind Überreste des OP-Betts. Dasselbe Bett wie in meinem Traum. Dann war es kein Traum. Wer war dieses Mädchen? Mhm, erinnert ihr euch, Leute, an diese Cutscene da in dem Haus da im Dryfield? Das ist der OP-Tisch, Leute. Und das sah doch echt übel aus, was sie da mit dem kleinen Mädchen da gemacht haben. Ne? Das Bett aus meinem Traum, Leute. Wir sind hier an irgendwas... Großem dran. Ampullen und Blutkonserven. Oh! Ja, dann nimm das mit, ah ja, Ringerlösung. Alles klar. Gleich mal hier ein geiles Item bekommen. Der Monitor ist mit der Glasfieberkamera verbunden. Ach du Heilige, ey. Was haben die hier gemacht, ey? Wirklich, boah, das ist so gruselig wieder. Holy shit, ey. Das ist schon echt übel. Verschiedene Apparate. Laserskalpell, Bohrer, Proben. Als Kind hatte ich Angst davor. Jetzt aber nicht mehr, oder was? Medizinische Geräte und Instrumente. Jetzt hat sie keine Angst mehr. Okay, ich verstehe schon. Was haben wir hier noch? Röntgenbilder. Eines Schädels. Ein Messgerät ist implantiert. Der Schädel eines Kindes. Ein Jahr, drei Monate? Was bedeutet das? Dieses Kind ist bestimmt älter als 10 Jahre. Ja. Gut, ah ja, das ist sehr mysteriös, das stimmt schon. Ja, implantiert, ne? Erinnert euch an den Anfang mit diesem Elektroteil. Hm. Ein Röntgenstrahlmonitor. Boah, das ist hier schon echt bedrückend, ey. Ich will hier raus. Und dann das leichte Brummen noch von meinem PC dabei. Boah, das ist gerade so eine Geräuschkulisse. Ein Waschbecken.
Nichts Außergewöhnliches. Kleines Waschbecken. Ja, gut. Oh, diese Sounds. Diese dezenten Sounds im Hintergrund. Wirklich. Überall erste Kittel. Da ist was in der Tasche. Boah, die Toilette. Ja, gut, das brauche ich aber eh nicht, Leute. Boah, diese dezente. Überall erste Kittel. Das ist wirklich atmosphärisch so gut gemacht hier, ey. Gut. Gehen wir hier rein. Forschungslabor. Oh nein. Ich will hier nicht drin sein. Ganz ehrlich. Gut, aber wir müssen hier sein. Was haben wir denn hier? Ein Brutkasten. Auf dem Reagenzgläsern steht was geschrieben. Ifnum 1, Ifnum 2. Was zum Henker? Ah, Eve also. Eve, eine Bakterienkultur. Und diese hier. Eier 13, Eier 14. Wieso steht mein Name da? Sie züchten Eves Zellen und meine? Reagenzgläser mit Zellen von Eve und Eier. Leute, ich sag euch nur was. Ich sag euch nur mal schon mal was im Voraus. In diesem Raum werden wir Erkenntnisse kriegen. Wir werden Erkenntnisse kriegen. Aber sowas von, Leute, hier gibt es einen Story-Twist. Ein Elektronenmikroskop. Okay. Okay, Leute, ja. Das ist das Forschungslabor, Leute. Gut, dann gucken wir uns einfach mal hier um. Das ist ja schon echt gruselig hier, ne? So, was gibt's denn hier noch für Sachen? Eine Elektronenkanone und das Bedienungspult. Ein Elektronenmikroskop, ich kann es nicht bedienen. Es wäre gut, wenn du es bedienen könntest, ne? Du könntest hier ein bisschen rumschnüffeln, aber ich glaube, wir können auch so rumschnüffeln. Oh Mann, Leute, das ist gerade so bedrückend alles hier. Was ist das denn hier? Brutkastenüberwachungssystem. Das Lebenserhaltungssystem für die Brutkästen. Steuerung der Brutkästen. Wenn ich schon Brutkasten lese, in diesem Zusammenhang, ne? Also das kann ja nur scheiße werden, wirklich. Was haben wir denn hier, Leute? Hier sind die ganzen Dinger, ne? Oh je, Brutkasten 03. Voll mit Nährlösung. Drin ist? Uff. Ein Mädchen mit Kunstprothesen. Oh nein, geht das wieder los, Leute. Das goldene Haar verdeckt das Gesicht. Blaue Fischschuppen am ganzen Körper. Ach du Scheiße, ein Mädchen mit Fischschuppen. Was ist denn hier los? Ach, du meine Güte, ey. Brutkasten 02. Voll mit Nährlösung. Drin ist? Oh nein. Fleischklumpen mit Kunstprothesen. Der Kopf ist groß, aber der Rest verstümmelt. Ein Baby mit Kunstprothesen. Zum Glück zeigt sie mir das nicht, ey. Meine Güte, das ist echt abartig. Brutkasten 01. Voll mit Nährlösung. Drinnen ist... Mein Gott. Ein Baby mit Prothesen. Der Körper ist normalerweise... hat vier Augen. Ah. Oh Gott, Leute. Ein vieräugiges Baby. Ach, ihr seid so bescheuert hier, wirklich. Brutkastentransformator. Hier ist die Stromversorgung. Leute, lasst mich hier raus, wirklich. Ihr seid so bescheuert. Was, warum macht ihr sowas? Warum macht ihr so eine Scheiße? Gut, was haben wir hier noch so? Der Laptop wird gleich wichtig. Der ist ja an. Ne? Da geht gar nichts, okay. Da ist ein Telefon. Gehe ich noch nicht dran. Gucken wir mal, was hier drauf steht. Das sieht so wissenschaftlich aus hier. Maßnahmen gegen den Fake Keeper Computervirus. Erstens, installieren Sie das Cloud Antivirus Programm. Zweitens, externe E-Mails verboten. Drittens, siehe auch Aeris September Ausgabe auf dem Tisch. Unten steht klein, ich leih's mir aus. Yoshida. Yoshida, Leute. Von dem haben wir ja vor 5 Folgen was gelesen. Mit dem Bett da oben, genau. Und in diesen Betten da oben
Haben wir ja beim letzten Mal so eine Zeitung gesehen, ne? Sowas ähnliches. Yoshida, genau. Das heißt, wir müssen gleich nochmal kurz zurück und uns da die Zeitung holen. Alles klar, weil zuerst gucke ich mal, was wir hier noch haben. Hier ist eine Kiste. Da ist ein Schloss dran. Ist sicher vor Monstern. Ich lege meine Sachen ab. Da ist leider nichts drinne. Aber ich glaube, ich kann nicht hier irgendwas ablegen, weil ich befürchte, ja, ich bin wieder voll hier. AS12, ich glaube, die SP12, die kann weg. Gut, Leute, Firefly, taktische Weste. Moment, ich muss mir ganz kurz strecken, so. Ich sitze schon wieder seit, ja, anderthalb Stunden quasi vor Aufnahmen, deshalb muss ich mich ab und zu mal ein bisschen strecken. Aber ansonsten, geht das soweit, ne? Genau, Medizin Level 3, geht schon. Boah, diese Sounds wirklich. Eine blassblaue UV-Lampe in einem Sterilkasten. Kannst du da rein? Genau wie im MITF-Labor. Aha. In den keimfreien Kästen werden Versuche gemacht. Wir untersuchen immer die NS von Monstern. Ja, was machen die hier? Also die haben ja anscheinend wirklich was zu tun mit dem MITF. Na? Da ist irgendeine Verbindung. Nichts Aufregendes hier. Gut, Leute, dann haben wir das hier erstmal soweit. Den Laptop, wie gesagt, mache ich später an. Telefon werde ich auch später benutzen. Wir müssen jetzt erstmal wieder hoch in den Schlafraum, in die Sleeping Quarters. Genau. Und genau, wir müssen da dieses Yoshida-Magazin holen. Ne? Hier, Aeris, September-Ausgabe auf dem Tisch. Unten steht klein, ich leise mir aus Yoshida. Alles klar, Leute. Gut, dann gehen wir da mal hin und währenddessen kann ich ja euch mal noch mal ein bisschen grüßen hier. Also ihr habt ja wieder hier reingeschaut, das ist ja echt wunderbar. Das ist auch noch ein neuer Zuschauer dazu gekommen, und zwar der Brain Cheese. Sehr cooler Name im Übrigen. Sei gegrüßt hier an dieser Stelle. Freut mich, dass du mitguckst. Parasite 2. Und auch der Mastermind ist wieder dabei. Ja, freut mich auch absolut, dass er auch hier mitwirkt. Und wie gehe ich jetzt am besten vor? Ich glaube, hier rein. Genau, Leute. Jetzt blätter ich nochmal so ein bisschen die Kommentare durch. Dreist LP hat auch mal kurz reingeschaut. Finde ich super. Freut mich auch. Und ja, ich hoffe, es geht euch soweit gut. Mir geht's sehr gut. Ich bin jetzt zwar die, keine Ahnung, vierte Woche oder fünfte Woche in Eigenquarantäne, aber ich glaube, das geht schon so. Ja, ansonsten ist der Rage One noch dabei. Finde ich auch super. Ja, viele, ne? Viele gucken das. Das finde ich echt cool. Seid alle mal gegrüßt von mir. So, Leute. Wir sind da. Wir haben ja hier vorne, genau, da liegt ja hier diese Zeitung. Da ist es. Die Zeitschrift mit dem Zettel drin. PC-Zeitschrift, Leute. So. Die nehmen wir mal mit. Und gucken uns die mal an. Key-Item. Moment, kann ich eigentlich was aufleveln? Ich kann wieder was aufleveln, merke ich gerade. Plasma hätte ich ganz gerne. Ah, 250. Combustion. Auch 250. Okay, dann warte ich. Dann warte ich mit dem Aufleveln. Aber ich wollte ja die Zeit... Moment. Ich hab wenig Energie. Gut, dann halte ich mal. Ja. Gerade gemerkt hier. So, PC-Zeitschrift. Was haben wir denn da? Aeris September. Hier sind hauptsächlich Berichte über das Internet. Ein Antivirus-Special. Viren der nächsten Generation, okay. Der Coronavirus. Oh Gott, nicht mein Ernst. Ja, es ist schon spät. Der Computervirus, so. Fake Keeper. Dieser Wurm frisst sich durch das Passwort und überschreibt es. Er wird per E-Mail weitergeleitet. Wenn man ihn entdeckt, ist es meistens schon zu spät. Wenn man davon befallen wird,
Wenn man davon befallen wird, erscheint auf dem Monitor die Computergrafik einer Raupe. Okay, sehr interessant. Was geschieht mit dem Passwort? Nun, eine sehr heikle Geschichte. Die Buchstaben werden nach dem Alphabet neu angeordnet. Ziffern ergeben die Anzahl an. Zum Beispiel, das Passwort CBABC wird zu AB2C2. Ah ja, okay, also die Buchstaben alphabetisch und dann die Anzahl. Okay, ich verstanden. Die Ziffern geben die Anzahl der jeweils vorhandenen Buchstaben an. Das Originalpasswort wird auf dem Monitor angezeigt, sodass man es ohne weiteres knacken kann. Ja, das ist ja sehr sicher, was ihr hier gemacht habt, wirklich. Aber gut, das ist halt ein Virus gewesen. Also, es gibt Viren, die sind weitaus kritischer als das Ding. Wenn das Passwort schon angezeigt wird, also bitte. Leute, ich bin ein bisschen enttäuscht von euch. Ihr habt hier so eine militärische Großanlage und macht ein Virus, der nur Buchstaben ändert. Naja, gut, Leute. Gut. Wir müssen runter nach B2 wieder. Wieder hier durch ins Forschungslabor. Und ja, dann bedienen wir mal den Laptop da, Leute, weil jetzt wird's nämlich interessant. Jetzt wird's richtig interessant. So, einmal hier durch bitte. Am besten gar nicht in diesen scheiß OP-Raum rein. Ja, Leute, in dieser Folge werden wir keinen einzigen... Bin ich hier richtig? Ich bin falsch, ich Idiot. Ach, ich muss doch durch den OP-Raum. Verdammt. Ja, Leute, in dieser Folge werden wir keinen einzigen Gegner sehen. Wir werden nur Story machen, diese Folge, ja. Es geht nur storymäßig weiter. Aber es wird interessant, Leute. Freut euch jetzt schon darauf mit dem Laptop. Das wird sau interessant. So, jetzt sind wir wieder in diesem gruseligen Labor hier. So. Dieser Rechner ist an. Ja, was hast du denn da? Aha, Leute, schaut mal. Ach, wie geil. Schaut euch die mal an. So eine süße Raupe hier. So ein Würmchen, ja. Wie süß. Please enter Passwort. Ja, Leute. Wir haben natürlich noch kein Passwort. Aber das Passwort, wie wir eben gelesen haben, in dem Journal, steht ja im Hintergrund. Ne, hier steht das Passwort. Im Hintergrund steht Melissa Meyer. Diesen Namen dürfte doch niemand kennen. Genau, Leute, Melissa war im ersten Teil, kann ich euch mal so ein bisschen so storymäßig erklären. Melissa war im ersten Teil die Böse, also die Eve sozusagen. Die hat New York völlig verwüstet. Und Maya ist Ayas Schwester. So, gut, wie war jetzt aus dem Journal, Moment. So, musste mich mal ganz kurz kratzen. Wie wir aus dem Journal entnommen haben, haben wir ja gelernt, ne? Die Buchstaben werden alphabetisch angeordnet und dann die Anzahl angegeben. Also, beim Passwort. Also kommt hier als allererstes mal eine Tastatur. Das Passwort wird eingetippt. Das A, Leute. Das A ist der erste Buchstabe im Alphabet. Das haben wir dreimal drin. So. Danach, der zweite Buchstabe ist das E. Das haben wir nur einmal drin. Da brauchen wir nichts weiter zu schreiben. Dann haben wir das I. Dann das L. Dann das M. Das haben wir allerdings zweimal drin. Dann haben wir hier, das S. Das haben wir auch zweimal drin. Und dann das Y, Leute. Das bleibt dann nur noch übrig. Und das war es eigentlich auch schon. Also so haben wir das Passwort erfolgreich dechiffriert. Mit diesem Computervirus. Und ja, dann probieren wir doch mal aus, ob das funktioniert. Ein Auto. Eine Hupe. Okay. Geile Sounds. So, Connecting Host System. Wir sind drinne, Leute. Wir haben es gepackt. So, guten Tag, Professor.
Oh man, ernsthaft? Geil. So. Ich bin voll oft am Gehen momentan. Ich weiß nicht warum. Ja, es könnte daran liegen, dass wir schon 10 nach 12 haben. Aber gut, ich möchte jetzt hier noch ein bisschen weiterspielen. Gut, Leute, wir können jetzt hier so verschiedene Auswahlmöglichkeiten in dem Laptop. Ja, Labor. Zurzeit kein Zugriff. Okay, ins Labor kommen wir schon mal nicht. Kerndatei. Zurzeit kein Zugriff, deren Ernst. Schwarzes Brett. Zurzeit kein Zugriff. Es gibt gar nichts hier. Haben die alles geblockt hier, okay? Gastaccount, ja, okay. Bitte die folgenden Fragen beantworten. Oh, ein Quiz. Oh Gott. Welcher der folgenden Organellen besitzt DNS? Ja, die Mitochondrien. Haben wir ja gelernt. Nennen Sie die Eigenschaft der Mitochondrien-Erbmasse. Matriarch. Ach du Heilige, da muss ich raten, wirklich. Weiß ich nicht. Bei welcher Opernsängerin wurden erstmals in den USA die Neomitochondrien aktiv? Genau, Leute, das spielt nämlich auf den ersten Teil an. Das war nämlich die Melissa Pierce. Ich hoffe richtig. Oh, Gott sei Dank. Alle Antworten richtig, Leute. Gut, sehr gut. Wir sind als Gast eingetragen. Gut. Auswahl. Infoprojekte Fragen. Fragen. Was sind ANMCs? Genau. Wesen, die aus dem Projekt Neoteny 2 hervorgingen. Aha. Okay. Über das Projekt Neoteny 2. Was ist das? Genau, gute Frage. Der Versuch, eine neue Spezies durch Hilfe der 1997 entdeckten Neomitochondrien zu erschaffen. Ja, super. Leute, Stufe 1. Das Sicherstellen von Neomitochondrienproben. Alter. Die dieselben Eigenschaften besitzen wie jene aus dem Manhattan-Vorfall. Eieieiei, okay. Stufe 2. Die Erschaffung von verschiedenartigen ANMCs. Durch Evolutionsversuche an lebenden Menschen. Ernsthaft. Stufe 3. Weltweite Umsetzung der Degeneration und anschließende Evolution an der menschlichen Rasse. Toll. Super Plan, wirklich. Das ist so krank. Die Ergebnisse bis jetzt. Das ist so krank. Januar 98, DNS der Neomitochondrien erhalten. Stufe 1 abgeschlossen. Stufe 2. Die Erschaffung von ANMCs erfolgreich. Einige ANMCs wurden extrem aggressiv. Ja, siehe Bowman. Eindämmung der Situation durch das Klon. Zugriff verweigert. Was für ein Klon? Ja, wessen Klon? Ach nein, Leute. Name Aya Breyer. ID so und so. Staatsangehörigkeit USA. Ja, Leute. Diese ganzen Gegner, die wir da gesehen haben. Oh Gott. Das kann doch nicht. Die ANMCs. Das sind alles meine, deine Klone-Eier. Die Gegner, die wir bekämpfen, wurden aus deinem Erbgut erschaffen. Das ist so krass gerade. Gut. Gut, Leute. Das Telefonat ist wichtig, Leute. Wenn wir jetzt das andere normale Ende gespielt hätten, wäre jetzt hier der Keil dran. Allerdings haben wir jetzt hier zum Glück, muss ich sagen, den Pierce da dran. Okay. Ja, Leute, was wir gerade ausgefunden haben, ist echt harter Tobak.
Diese ganzen Gegner hier, diese ganzen Pferdemonster, diese ganzen Schleimis, die wurden alle von, mit Ayas DNA gemacht. Meine Güte. Gut. Der Pierce ist dran hier. Ich bin's. Bist du's, Aya? Ich bin's. Pierce. Pierce? Wo zum Teufel? Hä? Du wirst staunen. Ich bin im Bunker. Wie bitte? Ich hab dir doch gesagt, du sollst... Hey, nicht aufregen. Ich hab das System hier geknackt. Ich bin auch ein Profi. Ich finde den Pierce so cool, wirklich. Hast du eine Waffe? Du weißt, dass ich Waffen hasse. Oh Mann. Hör zu, Aya. Ich hab da was. Komm eine Etage nach oben, dann Richtung Norden. Ich hab's dir ins GPS gefunkt. Du wirst echt staunen. Hör mal, Pierce. Bleib, wo du bist. Genau, Leute. Wir haben den Pierce jetzt am Start hier im Bunker. Das finde ich doch mal sehr interessant. Naja. Keine Zeit für Trübsal. Gut, Leute. Das stimmt. Haben wir jetzt hier eigentlich wieder alles voller Gegner? Wir sollen da oben hin, Leute, zu dem Pierce. Ah, schaut mal, wir haben jetzt auch eine ganze Karte von diesem Bunker hier. Da sehen wir da noch Pot Bottom. Da kommen wir noch nicht rein. Und vor allem... der Aufzug da oben ist zu, ne? Und vor allem... Hier, das, dieses Underground Parking und Pot Service Gantry. Da sollen wir jetzt hin. Alles klar, Leute. Oh, und wir haben hier diese mega spannende Musik hier im Hintergrund. Also sehr, sehr, sehr spannend, Leute, wirklich. Gut, wir kriegen doch nochmal Gegner ins Gesicht. ja, wir kriegen doch nochmal Gegner vors Gesicht. Allerdings nur ein paar, nicht so viele, Leute. Und genau, ja, der Pierce, der hat da irgendwas Interessantes für uns. Und haha, Dicker! Geil! Oh! Oh! 4 Schüsse, dann ist er weg. Oh, hollelei. Bleib mal da, wirklich. 4 Schüsse und du bist weg, mein Freund. Mach mal hier einen Feuerball. Komm, so zur Abwechslung. Batz. Und batz. Sehr gut. Mach die Dicken, ey. Ich finde die richtig cool. Einfach so chillige Gegner. Firefly und Airslug. Oh, Airslug ist mega nice, Leute. Die Muni, die haut ordentlich rein. Die haben wir ja in Dryfield schon gehabt. Sehr cool, Leute. So, welche Stock? B1. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir noch hier kurz die Runde durch, weil da waren noch Gegner drin, ne? Würde ich kurz mitnehmen noch. Und ja, dann ja, Leute, dann gehen wir in der nächsten Folge wirklich zum Pierce, weil diese Folge ist wirklich nur noch eine Minute. Heißt auf Deutsch, ja, ich mache jetzt noch die Gegner, gehe da hin. Heilige Scheiße! Was ist das denn? Was ist das denn für Dinger da? Wirklich? Irgendwelche Babys hier? Ach du Heilige. Ja gut. Ah, das sind so Explosionsdinger, ne? Fake-Explosionen. Na gut. Gut, Leute, mach Plasma schnell hier. Ach Mensch, hatte mich vergiftet hier, der Penner. Das geht aber gar nicht hier. So. Oh Gott, irgendwelche Müllgegner hier. Okay. So, jetzt haben wir aber 4400 XP. Geil, Leute. Sehr gut, aber das mache ich heute nicht mehr. Ich laufe jetzt nur noch kurz zum Pierce und dann, ja, mache ich vor dem Raum da die Folge zu Ende. Und ja, dann bin ich mal gespannt, was wir da haben. Also, das wird ja interessant. Das wird ja mega interessant. Gut, Leute, da klingelt meine Uhr. Aber das ist mir gerade egal. Ich gehe dann noch kurz hin hier. Einmal durch die Gaskammer. Schnell raus hier, ey, wirklich. Da sagt sie auch nichts mehr zu, ne? Was ist mit dem Telefon? Sie hören sich betrübt an. Nein, es ist nichts. Ich bin mir sicher, dass hier irgendwelche Experimente gemacht wurden. Verstehe. Ich gehe der Sache mal nach. Gut, machen Sie weiter. Einfach aufgelegt. Ich behalte es lieber für mich. Ja, das stimmt, Aya, das solltest du. Nicht, dass da jeder dann darüber Bescheid weiß.
Gut, Leute, dann sind wir wieder hier. Der Pierce, der wartet hier oben auf uns, also hier drinnen. Da können wir nämlich gleich endlich rein, wo das Mädchen reingegangen ist. Und da drinnen wird's krass, Leute, sage ich euch schon. Gut, Leute, dann würde ich sagen, beende ich mal die Folge hier. Ja, wenn es euch gefallen hat, die Folge, lasst auch gerne ein Like oder Abo da. Würde mich sehr freuen. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschö, tschö.